Heute Abend über das Thema Glaube und Bekenntnis sprechen. Glaube und Bekenntnis. Manche von uns ist gar nicht so bewusst, was für eine wichtige Rolle das unsere Worte auch spielen. Und obwohl das eine so einfache Sache ist, ist es genau an diesem Punkt, dass wir sehr oft versagen. Dass wir lernen, wie eben Glaube auch freigesetzt wird. Das will ich dir einfach heute Abend hier aufgrund des Wortes einfach auch aufzeigen. Aber es ist eine Sache, die Sache im Kopf zu wissen, ist was anderes, das eben auch im Leben umzusetzen und im Alltagsleben auch zu tun. Ist gar nicht so einfach, wie man eben sich das manchmal vorstellt, weil alles in uns eigentlich sträubt sich dagegen, oftmals Dinge zu sagen, die noch nicht sind, wie wenn sie da wären. Und das schauen wir miteinander an heute Abend. Und wir werden am Schluss vom Gottesdienst werden wir auch für diejenigen auch beten, die gerne Heilungsgebet empfangen möchten, und werden das auch gleich zur Anwendung bringen, was Glauben, Bekenntnis auch bedeutet. Schlag mir auf zum Markus-Evangelium Kapitel, Markus Kapitel 11. Ich möchte hier beginnen, wo Jesus seine Jünger belehrt über was Glaube auch heißt, was Glaube bedeutet. Und wir alle wissen, dass die Bibel uns sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Jesus sagt hier seinen Jüngern in Markus 11, Vers 22, Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott oder habt Gottes Art von Glauben. Nun, was heißt es, Glauben zu haben? Was ist biblischer Glaube? Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass wir verstehen, nein, wir sind bei Vers 22, nicht 23. Es ist unbedingt wichtig, einfach auch zu verstehen, dass Glaube ist nicht das, was man in der Welt eigentlich denkt, was Glaube bedeutet. Das ist oftmals mit Hoffnung oder mit Vermutung umgesetzt. Aber in der Bibel heißt es, Glaube bedeutet, eine Überzeugung zu haben. Und wie drückt sich dieser Glaube auch aus? Wenn wir hier weitergehen in Vers 23, Jesus sagt, was es heißt, eine göttliche Art von Glauben zu haben. Er sagt in Vers 23, wahrlich, ich sage euch. Nun, bitte bemerkt ihr, er sagt wahrlich. Sag mal mit mir wahrlich. Das heißt, mit Sicherheit, also er bestätigt, immer wenn Jesus wahrlich sagt, dann muss man zweimal hinhören. Weil das, was jetzt kommt, wirst du nämlich nicht glauben, wenn du nicht wirklich genau hinschaust. Deswegen sagt Jesus wahrlich. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was irgendwer sagen wird. Du merkst ja, Jesus hat gerade kürzlich gesagt, also ihr habt die göttliche Art des Glaubens. Und dann fängt er weiter, indem er sagt, wer zu diesem Berge sagen wird oder sprechen wird. Etwas ausdrücken wird mit unseren Worten. Er hat ja nicht gesagt, wer zu Gott beten wird, bitte Gott, bitte bewege den Berg, ja, dass er aus dem Wege geht. Das meinen eben die meisten. Wir bitten Gott, dass er etwas machen sollte. Aber bitte merkt, Jesus hat ja nicht gesagt, bitte Gott, dass er etwas tut, sondern er sagt hier, sprich du zum Berg. Sprich du zum Berg. Nun, die Vorgeschichte zu diesem ist nämlich gewesen, dass Jesus an einem Feigenbaum am Tag zuvor vorbeigegangen ist. Er dachte, da wäre Früchte drauf gewesen und es waren keine. Und so verfluchte er den Feigenbaum. Am nächsten Morgen, als die Jünger vorbeikommen, bemerken sie, dass der Feigenbaum ja verdorrt ist von den Wurzeln her. Und Jesus sagt dann eben, Vers 22, habt Gottes Art von Glauben. Was hat er gerade vorher getan? Er hat zum Feigenbaum gesprochen, er hat den Feigenbaum verflucht, ja. Und am nächsten Morgen war er nämlich verdorrt. Und Petrus war aus, also ich fragte Jesus, schau mal den Feigenbaum an. Und Jesus sagt, hab Gottes Art von Glauben, wer zu diesem Berge sagen wird. Bitte bemerkt in diesem 23. Vers, dass wir hier je nach Übersetzung, das man hat, er erwähnt dreimal das Sprechen oder das Sagen. Und einmal erwähnt der Glauben. Kenneth Hagin hat uns in der Schule gelehrt, als ich zur Bibelschule ging, als Jesus einmal ihm mitgeteilt hat, dass man dreimal mehr das sprechen muss, als was man glauben muss.
Unser Problem liegt nicht so sehr am Glauben, als vielmehr an dem, dass wir sprechen, dass wir sagen. Dass wir sagen, was Gott sagt. Unsere Worte, dass wir es aussprechen, nicht einfach nur denken. Nun, wenn wir überhaupt zurückgehen zu unserer, wie wir überhaupt zum Glauben gekommen sind, im Römerbrief in Kapitel 10 und Vers 9 und 10, bitte schaut mal hier, was überhaupt der Anfang ist von unserem Glaubensleben überhaupt. Er sagt hier in Vers 9, Paulus sagt, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Was sagt er? Zwei Dinge auch hier. Bekennen mit deinem Mund, also etwas aussprechen mit deinen Worten, und zweitens in deinem Herzen glauben. Das hat Jesus vorhin auch gesagt, wer zu diesem Berg sprechen wird und in seinem Herzen glaubt. Und dann sagt es hier in Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Zur Rettung kann man sagen, zur Rettung von den Sünden. Oder man könnte auch hier sagen, mit dem Mund wird man bekannt zur Genesung, zur Gesundheit, zur Heilung, zur Befreiung, zur was auch immer es ist. Also der Weg zur Heilung, der Weg zum Heil, der Weg zur Befreiung, der Weg überhaupt Gottes Eingreifen zu erleben, beginnt damit, dass du eine Verheißung hast und du anfängst, das zu bekennen oder das auszusprechen über dein Leben mit deinen Worten. Bist du noch da? Glaube ohne Worte bleibt eigentlich im Schlaf, wirkt nicht. Worte, die wir reden. 2. Korinther 4 und Vers 13. 2. Korinther 4, Vers 13, auch hier. Und ich werde da etliche Bibelstellen euch aufzeigen, dass es in der ganzen Schrift, Altes sowie Neues Testament, immer der Ausdruck des Glaubens gewesen ist, indem dass wir mit unseren Worten sprechen. 4, Vers 13, hier heißt es, auch hier, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Also was sagt ihr, was ist der Geist des Glaubens? Der Geist des Glaubens bedeutet, dass man glaubt und das ausspricht, was man glaubt. Das bekennt, was man auch glaubt. Ja, woher kommt das? Warum ist das? Warum muss das überhaupt wichtig sein? Kann ich nicht einfach Gott bitten, dass er einfach etwas tut, was sein Wille ist, und dann tut es einfach? Nein, Jesus hat gesagt hier, dass wir einen wichtigen Anteil daran haben, dass das, was wir glauben, wofür wir Gott vertrauen, dass wir das im Glauben bereits schon aussprechen über unser Leben. Gott handelt so. Hebräerbrief, Kapitel 11. Hebräerbrief, Kapitel 11 und Vers 3 heißt es. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten oder die Weltzeiten oder die Welt durch Gottes Wort bereitet oder entstanden worden ist, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also hier wird noch einmal das gesagt, was wir in der Schöpfungsgeschichte ja auch lesen. Als Gott die Welt schuf, wie hat er die Welt geschaffen? Wie hat das, was wir jetzt spüren, das Erscheinendem hier, wie ist es zustande gekommen? Indem Gott sprach, indem Gott gesprochen hat. In anderen Worten, was er hier sagt, das Sichtbare ist nicht aus Erscheinendem geworden, sondern aus Gottes Wort. Und wenn wir das Wort Gottes sprechen, wenn wir da sprechen, was Gott gesagt hat, was Gott sprach, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat, dann wird das Sichtbare sich dem auch anpassen. Aber wir müssen sprechen. Unser Bekenntnis, unsere Worte. Gott schafft Dinge durch Worte. Das kann man sehen in verschiedensten Beispielen, zum Beispiel die Frau mit dem Blutfluss. Wenn du die Geschichte mal gehört hast, in Matthäus Kapitel 9, 21, 22, es heißt von dieser Frau, die schon viele Jahre krank gewesen ist, es heißt, und sie sprach, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so wird mir geholfen. Sie sprach, wenn ich sein Gewand anrühre. Sie sagte etwas. Sie bekannte etwas. Wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und genau so auch geschah es. Oder eben auch, wenn wir, und vielleicht diese Stelle können wir im Alten Testament mal anschauen,
bei Kaleb und Josua im 4. Buch Mose, Kapitel 13. Als die Kundschafter zurückkamen aus dem verheißenen Land, wohin Mose sie bestellt hat, sie kamen zurück. 10 von ihnen hatten eine gute Nachricht, die sie zurückgebracht haben, und 2 eine schlechte. Und lesen wir hier 4. Buch Mose, Kapitel 13 und Vers 30. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land. Also Kaleb und Josua sagten: Wir können das Land einnehmen. Und diejenigen, die die Geschichte kennen, wissen, dass ja nach 40 Jahren dann sind sie die einzigen 2 von der Generation, die mit ins verheißene Land gegangen sind, um das Land einzunehmen. Aber alle anderen, das Volk, das diese anderen 10 Kundschafter geglaubt haben, sie sind in der Wüste während diesen nächsten 40 Jahren, sind sie untergegangen. Schau mal in Kapitel 14 und Vers 2. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Und genau das ist, was passiert ist. Genau, was sie gesagt haben, ist zustande gekommen, weil der Herr sagt es in Vers 28: Sage zu dem Volk, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich es nicht so mit euch machen werde, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Also was wir sprechen, was wir reden, was wir sagen, hat eine enorme Auswirkung auf unser Leben. Es ist extrem wichtig, was wir sagen. Und es ist so einfach, immer natürlich zu reden oder zu sagen, was die Probleme sind, wie schlecht es mir geht, wie viele Schmerzen ich habe, und über all diese Dinge zu sagen und in den Vordergrund zu stellen. Aber die Bibel will uns dazu bringen, dass wenn wir einen Berg in unserem Leben haben, dass wir zum Berg sprechen sollen: Hebe dich empor, wirf dich ins Meer. Amen. Geschichte David und Goliath kennen wir auch, brauchen wir ja nicht zu lesen. Dort kannst du auch sehen, wie David sagte. Steht da, David sagte: Ich werde deinen Kopf von dir nehmen. Mit deinem eigenen Schwert, ja. Er sagte es, er sprach es aus. Und er sprach das, was er glaubte. Was er glaubte. Ich liebe das kleine Buch, das es gibt. Ich weiß nicht, ob wir es am Büchertisch jetzt noch haben oder nicht, das John Austin geschrieben hat. Das Wunder ist in deinem Munde. John Austin ist der Vater von Joel Austin, der ja die große Gemeinde in Texas hat. John Austin war sein Vater. Und er schreibt in seinem Buch, das Wunder ist in deinem Munde, über die Heilung ihrer eigenen Tochter. Das war die Lisa. Die ist heute 59 Jahre alt, geboren 1963. Aber sie wurde geboren mit einer Krankheit, wo sie eigentlich hätte sterben sollen als kleines Baby. Ich möchte in seinen eigenen Worten kurz lesen, die Geschichte, die er, wie er es beschreibt hier, über die Heilung ihrer Tochter und was die Worte für eine entscheidende Rolle gespielt haben während dieser Zeit. John Austin schreibt hier: Ich erinnere mich daran, als unsere Tochter geboren wurde. Meine Frau ist eine examinierte Krankenschwester. Sie wusste sofort, dass Lisa nicht normal war. Der Arzt, der sie entband, wusste es. Unsere Kinderärztin bestätigte es später. Sie sagte, Lisa hätte einen Geburtsfehler. Sie würde unter so etwas Ähnlichem wie Gehirnlähmung leiden. Das kleine Kind hatte keine Muskelkraft in seinem Körper. Sie zeigte keine Saugreflexe. Sie konnte niemals ihren Kopf vom Bett hochheben, nicht einmal ein ganz klein wenig, bis sie 5 Monate alt war. Sie hatte niemals genug Kraft, um zu krabbeln. Sie rutschte einfach im Sitzen über den Fußboden. Immer wieder lasen wir uns seine Verheißungen vor. Wir lernten, dass es der Teufel war, der unsere Tochter die Krankheit auferlegt hatte. Sie waren Baptisten. Ihnen wurde bis anhin nicht gelehrt, dass Gott heilt, oder? Er wollte sie gern als Krüppel halten, der Teufel, aber Gott wollte sie heilen. Meine Frau Dodi und ich entschlossen uns, so gut wir es wussten, unseren Mund zu öffnen und das Wort zum Heil, zur Heilung zu bekennen. Es waren traurige und dunkle Tage für uns, kämpfende Baptisten, aber Gott ist so barmherzig und mitfühlend. Wir nahmen diese Verheißungen und fingen an, sie zu bekennen, trotz des schlechten Aussehens unserer Tochter. Es war nicht so, dass sie es nur einmal gesagt haben, dann war alles okay. Aber sie blieben dabei. Wir erklärten, durch seine Striemen ist sie heil geworden.
aus 1. Petrus 2, Vers 24. Wir legten ihr die Hände auf, denn das Wort sagt, sie wird sich wohlbefinden. Sie ist dabei, gesund zu werden. Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Johannes 14, 13. Wir bekannten, Jesus tut es. Jesus tut es. Wenn man uns sagte, wie schlecht sie aussehe oder nach ihr fragte, versuchten wir zu antworten, was Gott sagte und nicht, was wir mit unseren eigenen Augen sahen. Monate vergingen. Sie hatte sich nicht verändert. Wo ist das Wunder? Wo ist das Wunder? Es war in unserem Mund. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, sagt die Bibel, Sprüche 18, 21. Und wir stellten uns auf die Seite der Verheißungen Gottes und gegen die verlogenen Symptome des Teufels. Gott wacht nämlich über sein Wort, es auszuführen. Im fünften Monat hob sie den Kopf vom Bett hoch, als sie auf dem Bauch lag. Der himmlische Vater erfüllte sein Wort. Meine Frau wusste, dass es ein Zeichen für Anormalität ist, wenn ein Baby im siebten Monat nicht allein sitzen kann. Der fünfte Monat kam und ging vorüber. Also nach fünf Monaten konnte sie bereits etwas Kleines tun. Aber dennoch, das war nur ein kleines Stück von dem, was eigentlich hätte ein normales Kind tun sollen. So auch der sechste Monat kam und ging vorüber. Satan sagte uns tausende von Male, und da ist der Kampf hier eben drin. Du spinnst, gib doch auf, es hat keine Möglichkeit, es gibt keinen Weg. Und das heißt hier, sagte uns tausend von Male, sie würde nie normal werden, aber wir hatten ein Wunder in unserem Mund, wir bekannten es immer wieder bis zum Heil. Gerade aus den letzten kritischen Tagen jener Monate, an denen sie alleine hätte sitzen können müssen, wie im Fluge vergingen, drehte sie sich um und saß alleine. Dies war der Wendepunkt. Von da an entwickelte sie sich völlig normal. Sie ist jetzt, während ich dieses schreibe, 12 Jahre alt. Wie ich euch schon gesagt habe, heute ist sie 59. In jeder Hinsicht hat sie sich prächtig entwickelt und ist ein ganz normales Kind. Unser Kinderarzt sagte, es sei ein Wunder von Gott. Das Wunder war in unserem Mund. Wir bekannten es laut und die Heilung kam. Ja, Halleluja, wir lesen das. Aber da vergingen 5 Monate, bis ein kleines Zeichen kam und dann 7 Monate. Dabei zu bleiben, obwohl der Teufel jeden Tag von Neuem, wo sie das Kind wickelten, wo das Kind größer wurde, einfach dabei zu bleiben und es wirklich mit Worten immer wieder einfach zu sagen, ist nicht so einfach. Weil der Teufel dir, der schreit dir in die Ohren, ja, gib doch auf, das hat doch keinen Sinn. Ich kann dir sagen, es gibt nichts, was ich im Glaubensgebet vom Herrn empfangen habe, ohne dass ich den Kampf durchmachen musste, sei es für persönliche Heilung, sei es für finanzielle Situationen, sei es für sonst irgendetwas, ohne dass ich es mit den eigenen Worten immer wieder sagen musste, gegen ein Geschrei im Kopf, welches sagte, das wird nicht funktionieren. Unsere Worte spielen eine extrem wichtige Rolle, wie es im Sprüche Kapitel 18, Vers 21 wirklich steht. Leben und Tod steht ja in unserem Munde. In unserem Mund. Was wir sagen, was wir sprechen, du sagst, ja, nein, warum, was soll das eigentlich? Nein, Jesus sagte, er sagte, wahrlich, wer zu dem Berg spricht und seinem Herzen glaubt. 2 Dinge sind wichtig, reden und glauben. Oftmals glauben wir, aber reden wir es überhaupt? Sprechen wir es überhaupt aus? Es kann überhaupt nicht zustande kommen, weil wir es vielleicht einmal gesprochen haben, aber wir sagen 10-mal mehr, was das Problem ist. Das heißt aber nicht, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt fragt, ja, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's prächtig im Jesu Namen. Nein, also du musst ihm ja sagen, wo dir die Probleme sind. Und vielleicht gibt es etwas vom Natürlichen her, was du tun musst, damit du noch am Leben bleibst, bis natürlich dein Glaube ja eingreift. Aber die Frage ist, eben oftmals reden wir 10-mal mehr von den Problemen und von den Schwierigkeiten und es funktioniert nicht und es geht nicht und wo bleibt es und so weiter, als dass wir einfach dabei bleiben und es einfach sagen, durch Jesu Wunde bin ich geheilt worden. Ich habe einen Schlüssel entdeckt und zwar jedes Mal, wenn der Teufel mich daran erinnern will, wie es nicht funktioniert, wie nichts geht, wie nichts am Geschehen ist, das nehme ich als Erinnerung, dass ich das Wort Gottes ausspreche. Dass ich genau das Gegenteil von dem bekenne. Ich weiß nicht, manche Leute kommen daher und sagen, oh Pastor Peter, bitte bete für mich, der Teufel, der plagt mich, der sagt mir immer, dass ich nicht gesund bin. Ja, wenn du weißt, dass es der Teufel ist, dann hör ihm doch nicht eigentlich zu.
Der Teufel kann ja sowieso nur lügen. Was sagt das Wort Gottes? Nun, ich kann nicht beten. Der einzige Weg, wie ich beten kann, dass der Teufel dich in Ruhe lässt, ist, dass ich bete, dass du stirbst. Weil im Himmel ist der Teufel nicht da. Aber hier auf Erden werden wir alle ja geplagt vom Feind, von den Gedanken, vom Zweifel, welches kommt in unserem Kopf. Aber wir können Zweifel im Kopf haben und dennoch glauben im Herzen. Der große Unterschied liegt darin, was ist es, was du am Sagen bist, am Reden bist. Was kommt aus deinem Mund heraus? Charles Capps in seinem Minibuch über Gottes schöpferische Kraft für Heilung hat folgenden Artikel da drin aus dem Jahr 1991, wahrscheinlich gibt es auch neuere davon, aber es heißt hier, die Antwort mehrerer Personen auf die Frage, ist ihr Gesundheitszustand hervorragend, gut, mäßig oder schlecht, bietet gemäß neuen Erkenntnissen eine bemerkenswerte Vorhersagemöglichkeit, wer von diesen Personen innerhalb der nächsten 4 Jahre leben bzw. sterben wird. Eine Studie mit mehr als 2800 Männern und Frauen im Alter von 65 und darüber ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten 4 Jahre zu sterben, bei denen, die ihren Gesundheitszustand als schlecht einstuften, 4 bis 5 Mal höher liegt als bei jenen, die ihren Gesundheitszustand für ausgezeichnet befanden. Jetzt hören wir das zu. Dies trifft auch dann zu, wenn Untersuchungen bei den Befragten einen relativ gleichen Gesundheitszustand aufzeigten. Es war also nicht einmal nur, dass die einen kranker waren als die anderen, selbstverständlich starben sie eher. Auch bei denen, die eigentlich Gesundheitszustand genau gleich war, weil sie sich so sahen, das muss man verstehen, wie man sich eben sieht, ist eben das, was du auch ständig sprichst. Ja, weißt du, jetzt kommt wieder die Grippe, jetzt ist wieder Corona im Gang, oh, es trifft mich sicher wieder. Ja, dann wird sie wieder treffen. Diese Erkenntnisse werden zusätzlich von einem Bericht über 5 weitere große Studien mit insgesamt 23.000 Testpersonen gestützt, die gemäß von Co-Autoren der Studie bla bla und so weiter von der Yale University zu ähnlichen Ergebnissen kamen. Menschen, die ein schlechtes Gesundheitsbild von sich selbst haben, werden auch so darüber reden. Obwohl sie vielleicht gesund sind, scheinen sie die Realität des Bildes, das sie von sich selbst haben, auszuleben, manchmal sogar bis zum Tod. Also es ist extrem wichtig, wie man sich sieht. Extrem wichtig, dass man das Wort Gottes nimmt, wie Jesus sagte, sprich zum Berg. Er sagte in diesem Vers 3-mal rede zum Berg. Wer zum Berge sprechen wird, hebt dich empor, wirft dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt einmal, dass das, was er sagt, schon das 2. Mal geschieht, so wird es ihm werden, was er sagt, sagen das 3. Mal. Sagen. Verbinde Worte mit Herz, mit Glauben. Was haben wir gesehen bei der Errettung? Wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt. Das sind die 2 Dinge, die damit einhergehen müssen. Ich weiß bei meiner persönlichen Bekehrung, dass die 2 ein bisschen auseinanderlagen. Und zwar, ich habe, als ich noch 17 Jahre alt war, im Februar 1978, da habe ich mit meiner Mom das Übergabegebet gesprochen, nach einer Nacht, wo ich fast überfahren wurde von einem Zug. Ich war betrunken. Ich habe mir Gedanken über Selbstmord gemacht. In der Nacht habe ich mit meiner Mom gebetet, das Übergabegebet. Aber in der Nacht bin ich nicht von neuem geboren worden. Aber die Depression verließ mich für eine Zeit lang. Aber es war erst Monate später im Sommer, das war im Juli, 24. Juli 1978, vorher war es im Februar, als ich in einer Glaubenskonferenz teilnahm von Kenneth Hagin. Und dort spürte ich einfach die Gegenwart Gottes. Ich öffnete mein Herz. Ich habe keine Worte gesprochen. Ich öffnete mein Herz und habe einfach Jesus eingeladen, mein Leben zu kommen. Und in dem Moment hat sich mein Herz mit dem übereingestimmt, was ich eigentlich im Februar ausgesprochen hatte. Bang! Und ich bin von neuem geboren worden. Wie weiß ich das? Weil in einem Moment, als ich dort stand, in dieser Glaubenskonferenz von 10.000 Teilnehmern, plötzlich spürte ich, wie wenn ich einen schweren Rucksack voll von Steinen einfach abgelegt hätte. Es kam mir so vor, als könnte ich fliegen. Und mein Leben war total anders von dem Moment an. Im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. 2 Dinge, die extrem wichtig sind. Sprüche in Kapitel 4,
Sprüche 4, hier erwähnt es auch König Salomo in seinen Sprüchen, die Bedeutung von Glaube im Herzen, aber auch unseren Worten. Er sagt hier in Vers 20, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Was die Worte? Je mehr du natürlich auf das Wort Gottes schaust, darüber nachsinnst, dich mit dem auseinandersetzt, es wird ein Teil von dir werden. Willst du mehr Glauben haben, dann kommt das nur aus dem Wort. Römer 10, Vers 17. Glaube kommt aus dem Hören und dem Hören und dem Hören und dem Hören und dem Hören des Wortes Gottes. Wie sie auch heißt, halte deine Augen drauf. Aber wenn man natürlich nur andere Dinge anschaut und sich ständig mit anderen Dingen der Welt befasst oder all die Krankheiten liest und all die Schwierigkeiten und die Probleme, die die Welt hat und sich mit dem ständig befasst, dann ist es das, was dein Herz füllen wird. Aber hier sagt er, in Vers 22 dann, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Gesundheit oder Heilung ihrem ganzen Fleisch. Gesundheit ihrem ganzen Fleisch, was? Das Wort Gottes. Und hier sagt er, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Dein Geist, dein Herz, dein Innerlichstes ist das Allerwichtigste, was man behüten. Behüten heißt, bewahre ihn, schütze ihn. Deswegen ist es so wichtig, dass man Teil einer Gemeinde ist und von Gottesdiensten ist, dort, wo auch Heilung gepredigt wird. Willst du gesund bleiben und du gehst in eine Gemeinde und hörst immer wieder von Leuten, ja, weißt du, Gott macht manchmal krank. Ich sag dir, wenn du jemals angegriffen wirst mit einer tödlichen Krankheit, du wirst es schwer haben, dort Gott zu vertrauen. Du wirst wahrscheinlich früher zum Herrn eingehen. Ja, also die Gläubigen, die auch früher sterben im Herrn, preis dem Herrn, das ist auch ein Sieg, da ist man beim Jesus, Halleluja, so oder so. Amen. Aber der Herr hat vielleicht noch was Längeres für uns zu tun hier. Er hat uns ja versprochen im Psalm 91, mit langem Leben will er uns sättigen. Das ist sein Wort an uns. Und so sagt er hier, mehr als alles, was dein sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm oder aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und Vers 24, hier geht er nämlich auf den Punkt ein, lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Falschheit des Mundes und Verdrehtheit, hier heißt eben auch, etwas Gegenteiliges zu sagen, als was Gottes Wort sagt. Sprich das Wort, sag das Wort, 100.000 Mal, wenn es sein muss. Irgendwann einmal, wenn du selber immer wieder hörst, dann wird es in dein Herz hineinkommen. Und da kannst du es mit Glauben auch aussprechen. Vielleicht ist es 99 Mal, wo du es nicht mit vollem Glauben aussprichst, aber weil du es immer wieder hörst und immer wieder hörst, beim 100. Mal sprichst du es aus im Glauben. Und es geschieht. Halleluja. Matthäus 12, Vers 34 hat Jesus nämlich Folgendes gesagt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Es ist einfach so. Womit dein Herz gefüllt ist, das ist, was aus deinem Mund herauskommt. Ich kann sehr schnell herausfinden, was aus deinem Mund herauskommt, wenn ich einen Hammer nehme und du gibst mir deine Hand und ich schlage ein bisschen drauf, ohne dass du es merkst, mal schauen, was aus deinem Mund kommt. Was kommt aus unserem Mund heraus in dem Moment, wenn wir zuallererst den Bericht hören, ja, vom Arzt oder von der Arbeitsstelle oder von sonst irgendeinem Problem, was ist das Erste, was aus unserem Mund herauskommt? Ja. Deswegen ist es so wichtig, es ist so extrem wichtig, dass man ständig sich füllt, vor allem in der heutigen Zeit, in dieser heutigen Welt, mit guter Nachricht, mit dem Wort des Evangeliums, dass in dem Moment, wenn es heißt, da ist ein Problem auf dich zukommen, du kannst sagen, Halleluja, ich werde dem Goliath den Kopf abschneiden. Wieder eine Gelegenheit, um zu beweisen, dass Gottes Wort stimmt. Amen. Bis das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn unser Mund übergeht, wenn wir ständig andere Dinge oder negative Dinge reden, dann ist an der Zeit, dafür zu sorgen, dass man sein Herz füllt mit der guten Nachricht des Wortes Gottes. Und das geschieht nicht einfach nur, weil du hier oben einfach mal sagst, okay, ich sag's jetzt einfach mal.
Es muss ein Teil von einem sein. Es muss real werden. Die Bibel sagt uns, auch in Jakobus, im Kapitel 3, Jakobus, Kapitel 3, auch hier, ab Vers 2, denn wir alle straucheln oft, und wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Und wir straucheln. Wo strauchelt man am einfachsten? Mit den Worten, oder? Wer aber nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Was sagt er hier? Er bringt ein Beispiel, zwei Beispiele. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigem Wind getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Was sagt er uns hier? Er sagt uns hier, dass unsere Zunge, obwohl wir meinen, ja, das ist nur was so Kleines, das kann doch nicht so viel ausmachen. Aber genau das ist, was die Schrift sagt, was wir jetzt angeschaut haben. Dass genau unsere Zunge, unsere Worte, die Dinge, die wir reden, die werden unser Leben lenken. Unser Leben ist das heute, was wir gestern gesprochen haben. Unser Leben wird morgen das sein, was wir heute sprechen. Wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Leben, was heute ist, dann fang an, das zu sagen, was noch nicht ist, als wäre es schon da, weil das ist genau das, was Gott dem Abraham nämlich gesagt hat, was er tun sollte. Römerbrief 4, Vers 17. Gott, der das ruft, was nicht ist, als wäre es schon da. Er nannte Abraham, welches heißt großer Vater. Er sagte, von nun an heißt du Abraham, Vater vieler Völker. Er benannte ihn um. Und als Abraham, und er war bereits schon 24 Jahre schon am Glauben, aber nichts ist passiert. Als Abraham 75 Jahre alt war, kam der Herr zu ihm und sagte ihm, er wird Nachkommen haben von Sarah. Aber nichts geschah. 24 Jahre sind vergangen. 24, lange Zeit. Und hier kommt der Herr zu ihm, als er 99 Jahre alt ist, und sagt, Abraham, ich helfe dir jetzt doch auf die Sprünge. Und zwar, von heute an heißt du jetzt Abraham. In anderen Worten, als Abraham anfing, sich selber Vater vieler Völker zu nennen, innerhalb von einem Jahr, als Abraham 100-jährig war, ist Isaac zur Welt gekommen. Also wir haben hier 3 Monate, ja, plus dann die 9. Nicht lange dauert es, als Gott ihm half, das zu sagen, was Gott sagte, und als er ihm half, das zu sagen, was vielleicht momentan nicht sichtbar ist, wie wenn es schon da ist. John Austin erwähnt in seinem Buch, das Wunder ist in deinem Munde, in einem anderen Beispiel, das er erlebt hat. Das möchte ich auch für euch lesen. In Texas lebte eine wunderbare Christin, die herausfand, dass das Wunder in ihrem Munde lag. Diese wunderbare Christin kam zu einer unserer Veranstaltungen. Ich wusste nichts von ihrer schrecklichen körperlichen Verfassung. Sie hatte einen krebsartigen Tumor in ihrem Körper und litt schon sehr lange. Sie war in ärztlicher Behandlung und wartete auf eine Operation. Die Schmerzen waren so groß, dass sie dachte, sie könnte nicht zur Veranstaltung kommen. Entschloss sich aber doch, jemanden zu suchen, der sie bringen konnte. Ich predigte und diente den Leuten, rief einige nach vorn, für die besonders gebetet werden sollte. Ich erinnere mich, dass ich sie dann nach vorne rief. Unser lieber Herr teilte mir mit, dass sie einen krebsartigen Tumor hatte und dass er wollte, dass sie geheilt würde. Das stärkte ihren Glauben. Dann befahl ich, dem Tumor abzusterben, und betete um Heilung. Ich sagte ihr, sie solle nach Hause gehen und erklären oder bekennen. Durch seine Wunden bin ich geheilt, und betonte, sie solle es immer wieder sagen. Ich weiß, dass viele sofort geheilt werden, aber dies war bei ihr offensichtlich nicht der Fall. Sie hatte noch immer Schmerzen und einen aufgeblähten Körper vom Tumor. Der Herr Jesus hatte mir aufgetragen, ihr zu sagen, sie solle sagen und immer wieder sagen, durch seine Wunden bin ich geheilt. Und sie, John Austin und seine Frau, haben damit das gelernt mit ihrer Tochter während Monate. Und später auch, es gibt auch das Buch von Krebs geheilt. Auch dann die Dodi Austin selber, wie sie dann mit todbringendem Krebs diagnostiziert wurde und eigentlich nur noch wenige Wochen zu leben hatte, und wie sie auch anfing, und in dem Buch beschreibt sie, wie sie anfing, genau das für sich selber
auszusprechen, zu sagen, was Gott sagt über ihr Leben. Aber hier weiter. Das Wunder ist dir nahe, sogar in deinem Mund, wenn du bekennst, wird das Bekenntnis zum Heil gesprochen. Sie ging im Geist gestärkt nach Hause, sie wusste nur wenig von dem Leiden, das auf sie wartete. Sie sagte, sie verbrachte die schmerzvollsten Stunden ihres Lebens am folgenden Tag. Das ist schlimm, oder? Gehst zum Gottesdienst, oder? Für Gebet, für Heilung, oder? Gehst nach Hause und es geht dir schlechter als jemals zuvor. Das ist der Moment, wo der Teufel schreit in dein Ohr, glaub doch nicht das Zeugs, das alles ist verkehrt, ist falsch, ist überhaupt nichts Wahres dran. Aber sie nicht. Es heißt hier, sie sagte, sie verbrach die schmerzvollsten Stunden ihres Lebens am folgenden Tag. Es schien mit ihr viel schlechter auszusehen als je zuvor. Aber sie hatte das Geheimnis gelernt. Mit großem Glauben und Entschlossenheit bekannte sie Tag und Nacht, durch seine Wunden bin ich geheilt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Unter Schmerzen und in der Verzweiflung öffnete sie ihren Mund und ließ das Wunder heraus, indem sie mutig bekannte, durch seine Wunden bin ich geheilt. Ist einfacher zu lesen, als sich wirklich in die Schuhe zu setzen von dieser Frau. In dem Moment, wo alles schreit und sagt, gib auf, das hat doch keinen Zweck, das hat doch keinen Sinn. Etwa einen Tag später kam der krebsartige Tumor aus ihrem Körper heraus. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie kam er heraus. Sie nahm ihn zum Arzt und er bestätigte, dass er krebsartig ist. Sie nahm schnell an Gewicht ab, bis sie wieder eine zierliche Frau war. Heute, viele Jahre später, ist sie noch immer geheilt und dient Gott. Kürzlich erst war sie in einem unserer Gottesdienste und stärkte unsere Gemeinde im Glauben, als sie die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, berichtete. Der Teufel hätte diese Frau natürlich gerne ihres Wundes beraubt. Wenn er ihren Mund hätte schließen können, hätte er es getan. Er wusste, dass das Wunder in ihrem Munde war. In ihrem Bekenntnis blieb sie beim Wort Gottes und das Wunder kam. Dein Wunder, schreibt John Austin hier, ist in deinem Mund. Vielleicht kommt es nicht heute, nächste Woche oder im nächsten Monat, aber es wird kommen. Es wird kommen. Das Wunder in unserem Munde. Nun, die Sache ist die, dass wenn wir Gottes Wort nehmen und das Wort Gottes anfangen auszusprechen, dann hat das eine wirksame Kraft. Ist wie jemand sagt, das sind Power-Kapseln. In jedem Wort Gottes ist die Kraft Gottes, um das hervorzubringen, um das, was man nicht sieht, was nicht manifest ist, zu verändern. Genauso wie Gott auch die Welt geschaffen hat. Es gibt das Beispiel um Beispiel darüber, zum Beispiel das Bild von Hesekiel, als Gott zu ihm kam und ihm zeigte ein Tal voller Totengebeine. Und stellt ihm die Frage und sagt ihm, ja, Hesekiel, können diese Gebeine leben? Und Hesekiel war ein schlauer Mann, er sagte, Herr, du weißt es. Und der Herr sprach zu ihm, sagt ihm, Weissage über diese toten Gebeine. Und er sagte ihm, was er sagen sollte. Und als Hesekiel diese Worte sprach, genau dann geschah es. Nicht, weil Gott es zu den Gebeinen sprach, sondern weil Hesekiel das sprach, was Gott gesagt hat. Wir sind das Sprachrohr für den Herrn, dass sein Wort in dieser Welt, in unserem Leben, aber auch durch unser Leben zu anderen kommen soll. Wir sollen sprechen, das Wort Gottes. Wir sind das Sprachrohr Gottes, dass wir sein Wort sprechen. Sagen, was er sagt. Im Hebräerbrief wird uns nämlich dort gesagt, was Jesus, und wir alle wissen, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel und zur Rechten Gottes sitzt. Und er dreht Däumchen nicht dort, sondern hat dort einen Auftrag. Was macht Jesus heute? Die Bibel sagt uns, dass Jesus heute unser hoher Priester ist, im Himmel, für uns einsteht dort. Aber hier im Hebräerbrief in Kapitel 3 und Vers 1 heißt es nämlich, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres was? Bekenntnisses. Ich weiß, wenn wir das Wort Bekenntnis hören, da denken wir zu allermeisten an Sündenbekenntnis. Ja, wir müssen unsere Sünden bekennen. Aber das Wort Bekenntnis wird im Neuen Testament nicht einfach nur für Sündenbekenntnis gebraucht, sondern eben auch für das Bekennen von Gottes Wort, von Gottes Plan, von Gottes Verheißungen über uns. Denn auch hier heißt es, der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Das Wort Bekenntnis im Griechischen ist ein interessantes Wort, es heißt, ganz schlicht übersetzt, heißt dasselbe sagen wie. Dasselbe sagen wie.
Ja, was soll, inwiefern sollen wir dasselbe sagen wie was? Was Gott sagt. Was er sagt. Also Jesus, der hohe Priester, heißt, dass er dafür schaut, für uns eintritt, oder unser Anwalt ist, dafür einsteht, dass das, was wir sagen, dass das zustande kommt. Schau mal Kapitel 4, Vers 14. Hier wird es noch, wird er nochmal erwähnt. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das Bekenntnis festhalten. Hier geht es nicht einmal nur um Sündenbekenntnis, sondern das Bekenntnis, dass wir dasselbe aussprechen, was Gott auch sagt über uns. Über dein Geschäft, über deine Kinder, über deine Familie, über deinen Job, über deinen Körper, über deinen Verstand, über deine Situation, was auch immer es ist, wofür du glaubst oder was die Verheißung Gottes dir zugesprochen hat, dass du dabei bleibst und es einfach aussprichst. Dabei bleibst, es zu sprechen. Denk an die Story von Kenneth Hagin, wo ich ja auch zur Bibelschule gegangen bin. Seine Story ist ja, als 15-Jähriger wurde er bettlägerig, weil er wurde geboren mit einem Herzfehler, mit einer Blutkrankheit. Und mit 15 Jahren war er bettlägerig. 16 Monate lang lag er auf dem Bett und hätte eigentlich jeden Moment sterben sollen. Als Gott ihm offenbarte, aus Markus Kapitel 11, Vers 22, 23 und 24, dass es Gottes Wille ist, zu heilen. Und lange lag er auf dem Bett und sagte, ja Gott, du wirst mich heilen, du wirst mich heilen. Aber nichts passierte und er wurde ganz entmutigt, als der Heilige Geist ihm dann aufzeigte, dass er glauben sollte, ja, dass er geheilt ist, nicht geheilt wird. Weil wer glaubt, dass er geheilt wird, der schiebt es immer in die Zukunft. Gott, du wirst eines Tages etwas für mich tun. Du wirst mich eines Tages heilen, aber du schiebst es immer vor dich hin. Markus 11, 24 heißt es nämlich dort, dieser zweite Herr, glaube, dass du empfangen hast und es wird dir zuteil werden. Und als er das entdeckte, fing er an, einmal auf seinem Bett, als er bettlägerig war, sich nicht bewegen konnte. Eigentlich die Ärzte haben ihn nur darauf vorbereitet zu sterben. Hat er einfach angefangen zu sagen, Herr, ich danke dir. Oh, dass ich Heilung empfangen habe für mein Herz. Heilung empfangen habe, ja, für meinen Körper, für meine Glieder. Ich danke dir, Herr, dass mein Körper gesund ist. Dass durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Er fing an, Gott zu danken für all das, nicht dass Gott das eines Tages tun wird, sondern dass er das bereits schon hat, obwohl er auf dem, im Bett immer noch bettlägerig war, indem er immer noch die Probleme spürte und hatte, von seinem Herzfehler und so weiter. Und währenddem er einfach weiterhin, einfach Tag für Tag, das einfach vor Gott dankte, im Lobpreis und Gott pries dafür, eines Tages hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen, ja, wenn man geheilt ist, dann sollten eigentlich Geheilte eigentlich aufstehen um 10.30 Uhr in der Früh. Deswegen sagte er, ja, eigentlich hast du recht. Und Gott zeigte ihm dann auf, wie er aufstehen sollte. Und er fing an, ich meine, er hätte sagen können, wie soll ich denn aufstehen, wenn ich schon gelähmt bin? Aber er machte sein Möglichstes und er hob seine eigenen Beine mit seinen Armen so gut wie es ging. Und als er an der Bettkante dann nach längerer Zeit endlich da einfach saß irgendwie und seine Beine einfach so dahin einfach hingen, plötzlich kam die Kraft des Heiligen Geistes über ihn. Und Kraft kam in seine Beine hinein. Und die Lähmung ging von ihm weg und er fing an, umherzugehen im Zimmer und wurde vollkommen gesund und geheilt. Brauchte einige Tage, bis er zu vollen Kräften wieder kam, aber die Heilung fand ein und er ist ja mit über 80 Jahren ist er dann zum Herrn heimgegangen. Also von dem her. Die Bibel sagt uns, die Wichtigkeit, was wir mit unserem Munde sagen, das ist eines von den wichtigsten Grundlagen des Glaubens. Das wirst du nicht an vielen Orten hören. Weil sie sagen, ja, ihr spinnt ja mit dem Bekenntnis. Wir können doch nicht Gott zwingen, etwas für uns zu tun. Nein, wir zwingen ihn nicht. Sondern wir fangen an, das zu sagen, was Gott schon gesagt hat. Denn es steht in der Schrift, durch Jesu Wunden seid ihr geheilt worden. 1. Petrus 2, Vers 24. Wenn wir geheilt worden sind, dann ist das Vergangenheit. Wann hat er uns geheilt? Er hat uns geheilt vor 2000 Jahren, als Jesus ans Kreuz ging. Wann hat Jesus uns gerettet von den Sünden? Nicht erst in dem Moment, wo du es angenommen hast, sondern er ging zum Kreuz vor 2000 Jahren. Er hat uns die Sünden vor 2000 Jahren vergeben.
Er überlegt sich nicht heute, ja, will er dir deine Sünden heute vergeben? Auch wenn du ihn bittest, Herr, vergib mir meine Sünden. Er hat es bereits schon getan. Wir nehmen das einfach dann in Anspruch. Und was tun wir? Wie es heißt in Römer 10, 9 und 10, es heißt, wer mit seinem Mund bekennt, Jesus als Herrn, und in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zum Heil. Mit dem Mund bekennt man zur Heilung. Mit dem Mund bekennt man zur Befreiung. Mit dem Mund bekennt man zum Wohlergehen. Mit dem Mund bekennt man zur heißt, dass man dazukommt. Seid noch alle da. Und somit mit letzter Stelle hier Matthäus 16, als Jesus mit seinen Jüngern auch hier zusammen ist, Matthäus 16, spricht auch hier von der Gemeinde, dass die Gemeinde die Pforten der Hölle überwinden werden. Er sagt hier im Vers 19, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, nicht Gott, nicht was Gott binden wird, sondern was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Wann fängt es an, sich zu zeigen und sich und zu wirken? Das heißt, wenn wir binden, wenn wir lösen. Wie tun wir das? So wie Hesekiel, als Gott ihm sagte, sprich diese Worte, sprich meine Worte, sprich Gottes Worte über das Tal der Totengebeine. Und wenn du es sprichst, wenn du meine Worte aussprichst, dann wird es geschehen. Bist noch da? Ich kann dir nur sagen, ich hab noch nie ein Glaubensgebet in Erhörung kommen sehen, ohne dass ich den Kampf hatte, das zu sagen, was nicht ist, als wäre schon da. Nicht zu sagen, oh Herr, bitte tu irgendwas, sondern das zu nehmen, was Jesus Christus schon getan hat. Ich danke dir, Herr, dass durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Danke dir, Herr, Halleluja, dass ich gesund bin. Danke dir, Herr, dass ich mehr als ein Überwinder bin. Danke dir, Herr, für die Weisheit. Für die Weisheit, für die Prüfung, für die Kraft, für die Aufgabe, für den Segen, für die Finanzen und so weiter. Ich möchte hier zum Abschluss, lade ich ein, mit mir aufzustehen, möchte einmal mit euch ein Bekenntnis sprechen, was wir selber auch sagen können. Und das habe ich aus dem Buch Gottes schöpferische Kraft für Heilung von Charles Capps. Er ist auch einer, der gelernt hat, wie wichtig die Worte sind. Wir haben viele Bücher von ihm hinten. Das war eine Botschaft, die er als Bauer gelernt hat. Er war ein Bauer in Arkansas, ja, irgendwo. Und er hat die Botschaft dann mitbekommen, wie wichtig unsere Worte sind. Und als Bauer fing er an, über seine eigene Ernte zu sprechen und zu bekennen. Und er lebte einfach ein Wunder nach dem anderen, wo alle anderen vielleicht die Viecher hatten, die ihre Ernte zerstört haben, oder wo einfach das Wetter irgendwo ihre Ernte zerstört. Als er anfing, einfach zu bekennen über seine Ernte, über seine Felder, er erlebte einfach, wie Wunder passierten. Wie es bei ihm nicht eintraf. Ganze Bücher da hinten gibt es, das die Macht der Zunge, wie es heißt und so weiter. Aber ich lade dich ein, mit mir folgendes Bekenntnis zu machen, mit deinen eigenen Worten auszusprechen, und anschließend werden wir auch die Gelegenheit geben für diejenigen, die möchten, werden wir auch noch die Hände auflegen, Halleluja, aber sprechen wir das, aber nur weil wir es einmal gesprochen hat, heißt nicht, dass es ein Teil von dir ist. Es ist dabei bleiben. Es ist dabei bleiben. Und am Anfang schreit alles in dir vielleicht, nein, das ist nicht so, ich mag das nicht, ich kann das nicht sagen, ich kann doch nicht etwas sagen, was nicht wahr ist. Doch, es ist wahr. Du sagst es, weil es in Gottes Wort so steht. Gemäß Gottes Wort bin ich durch Jesu Wunden geheilt worden. Gemäß dem Worte Gottes bin ich gesegnet, mit jedem geistigen Segen der Himmel. Gemäß Gottes Wort sind meine Kinder, Halleluja, sind den Segen des Herrn, wandeln in Kraft und wandeln in Hingabe. Also ich lade dich ein, mir zu sagen, ich spreche Worte des Glaubens zu dir.
Ich befehle, dass jedes innere Organ vollkommene Arbeit leistet, weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Deshalb fordere ich dich im Namen des Herrn und in der Autorität seines Heiligen Wortes auf, geheilt und heil zu sein, in Jesu Namen. Vater, ich widerstehe dem Feind in jeder Form, mit der er gegen mich ankommt. Ich verlange von meinem Körper, dass er stark und gesund ist. Und ich setze das mit deinem Wort durch. Ich weise den Fluch zurück und setze Leben in diesem Körper durch. Im Namen Jesus. Da ich dein Wort ausgesprochen habe, sehe ich mich selbst geheilt. Ich sehe mich geheilt. Lebe in Gesundheit und genieße das Leben. Ich mache jetzt schon Pläne, mein Leben in Gesundheit zu führen. Ich preise dich, Herr, und ich weigere mich, all das Gute zu vergessen, das du mir getan hast. Denn du hast alle meine Sünden vergeben. Du hast alle meine Gebrechen geheilt. Du hast mein Leben vom Verderben erlöst. Du hast meinen Mund mit guten Dingen gesättigt, sodass meine Gesundheit Tag für Tag erneuert wird. Danke, Herr, dass du mir überfließendes Leben und Gesundheit gegeben hast. Du bist die Kraft und der Herr meines Lebens. In Jesu Namen. So sei es, so ist es. Amen. Amen. Halleluja. Tag für Tag das Bekennen. Niemand weiß das besser als unsere Daniela hier. Halleluja. Daniela ist ein wandelndes Wunder, weil sie das schon vor Jahren hat man ihr gesagt, sie wird sterben. Aber sie war eine, die durch jede Situation, durch jeden Angriff, Halleluja, hat Gottes Wort bekannt. Halleluja. In den schlimmsten Stunden, sie war da und sie hat blieb einfach immer wieder dabei. Könnt ihr nur Daniela fragen. Stimmt's, Daniela? Halleluja. Psalm 118. Wer der Leben und nicht sterben, die Werke des Herrn verkünden. Halleluja. Klar, könnt nur mit ihr reden, Halleluja, denn sie weiß, was es heißt. Und sie ist dennoch da am Heilungsgottesdienst, um sich zu stärken. Sie ist immer dabei, weil sie weiß, keine Stunde von sich gehen zu lassen, ja, ohne dass man immer dabei bleibt, weil der Teufel ist ständig an unserer Tür und will uns, ja, auf Abwägen bringen. Aber das lassen wir nicht zu. Amen. Gottes schöpferische Kraft für Heilung, wo liegt sie? In deinem Munde. Das Wunder ist in unserem Munde. Deswegen fang an, Gebete zu sprechen. Was sind Gebete? Gebete sind das Wort Gottes zu sprechen, zu bekennen. Das, was Gott sagt, was ist. Nicht das Problem zu bekennen. Man kann Gott das Problem sagen, aber man soll die Antwort bekennen. Gottes Plan bekennen. Amen. Und somit wollen wir auch das tun, was in der Schrift steht. Es heißt in Markus Kapitel 16 und Vers 18, Gläubige werden ihre Hände auf die Kranken legen und sie werden genesen. Amen. Du hast das Wort bekannt. Halleluja, wir wollen dieses Wort noch hinzufügen, wo es auch heißt, Gläubige, ich glaube, Halleluja, werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden genesen. Amen. Amen.